Jiu-Jitsu ist ein waffenloses Selbstverteidigungssystem, das von den japanischen Samurais entwickelt wurde. Ziel des Jiu-Jitsu ist es, einen Angreifer, bewaffnet oder unbewaffnet, möglichst effizient unter Kontrolle zu bringen bzw. kampfunfähig zu machen. Dabei wird beim Jiu-Jitsu nicht Kraft gegen Kraft aufgewendet, sondern nach dem Prinzip Siegen durch Nachgeben die Kraft des Angreifers gegen ihn selbst verwendet. Diese DVD-Serie besteht aus zwei Teilen. Der Teil 1 zeigt ausgewählte Grundtechniken aus allen für die Selbstverteidigung geeigneten Bereichen. Falltechniken, Ausweichen, Blocken, Schläge, Stöße, Fußtritte, Würfe, Hebel, Würgegriffe, Festlegegriffe und Transportgriffe. Der zweite Teil beinhaltet eine Auswahl entsprechender Abwehrtechniken gegen verschiedene Angriffe mit und ohne Kontakt, konkret gegen Hand-Arm-Fassen, Revers- bzw. Kragen-Fassen, Haare-Fassen, Würgen, Brustumklammerungen, Kopfumklammerungen, Nelson sowie gegen Faust- und Fußangriffe. Des Weiteren werden Abwehrhandlungen gegen Waffenangriffe mit Stock, Messer und Pistole gezeigt. Den Abschluss bilden freie Angriffe, die entsprechend abgewehrt werden. Die Beispiele orientieren sich an den Inhalten der Kyo-Prüfungen im Jiu-Jitsu des deutschen Jiu-Jitsu-Verbandes. Somit eignet sich diese Serie auch sehr gut zur Prüfungsvorbereitung und Ideensammlung für die eigene Prüfung. Viel Spaß beim Erlernen neuer Möglichkeiten und viel Vergnügen beim Anschauen dieser Lehrfilmserie.